Ein wichtiges FED-Mitglied warnt, dass die Zinsen so schnell nicht sinken werden, wie die Märkte derzeit glauben. Auf der anderen Seite steigen diese Märkte. Gestern 90% der Aktien, die an der Wall Street notiert sind, die sind gestiegen gestern. Die Indizes dementsprechend auch gestiegen, allerdings Tech schwächer, weil Nvidia die ganze Geschichte ein bisschen runterzieht. Dennoch, die Marktbreite nimmt deutlich zu. Mal sehen, wie die Dinge sich jetzt am letzten Handelstag des Quartals entwickeln werden. Morgen ja die PCE-Daten und Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Wir schauen uns die Gemengelage mal an und sehen 90% der Aktien, wie gesagt, im S&P 500, sind gestiegen gestern. Das war der beste Handelstag seit dem 13.12.2023. Das war der Tag, an dem Fed-Chef Jerome Powell überraschenderweise sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Und wir sehen also, dass die Marktbreite deutlich zunimmt, dass es nicht nur Nvidia ist, die Märkte zieht, sondern Nvidia sich sogar jetzt als Belastung entpuppt. Der Market Breath auf dem höchsten Stand seit 2,5 Jahren. 81% der S&P 500 Aktien handeln jetzt über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, die höchste Zahl seit August 2021, kann ja nur alles noch besser werden, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir mal das gestrige Bild, fast nur grün, hier in der Heatmap, aber die Nvidia mit minus 2,5%, auch Microsoft, die ja auch sehr stark profitieren konnten zuvor von den Kursgewinnen oder die Märkte nach oben gezogen haben. Diese beiden Aktien waren das ja vor allem. Die war nicht positiv, sonst überall grüne Vorzeichen. Und das sehen wir vor allem bei den Small Caps. Hier der Russell 2000, 2,11%, während der Nasdaq in Anführungszeichen nur 0,5%, Dow Jones 1,2%. S&P 500 0,86, aber wie gesagt, der Equal Weight 1,5% im Plus. Und wir sehen hier Bums in den letzten Minuten des Handels. Gestern ging es nochmal nach oben. Das war das Gegenteil dessen, was in den letzten 3 Tagen passiert war. Da ging es kurz vor Handelsschluss nochmal runter mit einem deutlichen Downtick. Gestern haben wir einen sehr, sehr großen Uptick gesehen. Was ist da los? Ja, was passiert denn da gerade? Gibt ja die Aussage oder die wohl Fakt, den Fakt, dass Pensionsfonds Rebalancing betreiben müssen, also praktisch die Aktienquote wahrscheinlich ein bisschen reduzieren, nachdem sie da stark übergewichtet waren. Gestern auch ein massiver Short Squeeze. Hier sehen wir mal den Most Shorted Basket von Goldman Sachs. Ging im Prinzip von Anfang an richtig nach oben für diese Aktien, die am meisten geschortet wurden. Auch das dürfte ein Grund für die Rallye gestern gewesen sein. Aber die findet nicht statt bei Nvidia, die jetzt wichtige Trends verteidigen muss. Hier so um und bei 880 ist ein wichtiges Niveau. Gestern, wie gesagt, die Aktie im Minus, untypisch eigentlich. Aber wahrscheinlich sind alle long in dieser Aktie, sodass sich schlichtweg keine Käufer mehr finden. Möglich wäre es. Piper Sandler sagt jetzt, ja, der S&P 500, der könnte für eine Korrektur anfällig sein. Und ein Argument ist, Nvidia, das nimmt man jetzt aus seinem Model-Portfolio raus, weil man schlicht sagt, na, da ist wirklich das allerbeste eingepreist in diese Aktie, auch in die Gesamtmärkte, Fragezeichen. Wir haben jetzt 21 Mal einen Allzeithoch-Schlusskurs gesehen. Das ist schon eine ganze Menge. Wir haben zuletzt 2021 70 gesehen. Also da sind wir schon ziemlich gut dabei in diesem Jahr, was die Allzeithochs betrifft und auch vor allem die Drawdowns, also die Rücksetzer. Die sind gering bisher, maximaler Drawdown 1,7%. 1995 war der Rücksetzer 2,5%. Das ist bis dahin die geringste Marke, die wir gesehen haben. Also wir sehen praktisch überhaupt kein Rückschlagspotenzial, denken sich die Marktteilnehmer auch sichtbar im Optionshandel, wo im Prinzip keine größeren Rückschläge eingepreist sind. Das sehen wir auch am WIX, der jetzt bisher durchschnittlich bei 13,7 handelt. Das ist deutlich weniger als der historische Durchschnitt von 19,5. 2017, das war das Jahr, als alle auf die Steuerreform von Donald Trump gewartet haben. Da ging es jeden Tag so 0,1, 0,2% rauf, waren ziemlich langweilige Märkte, aber eben bullisch immer so ein bisschen rauf. Da sind wir jetzt ähnlich unterwegs.
wie im Jahr 2017. Jetzt aber kommt eine böse Bank, die heißt JP Morgan, und sagt, die Stocks are so crowded, that they may crack at any time. Also jederzeit kann es einen Rücksetzer geben, weil schlichtweg alle drin sind. Fewer sources of upside, also es gibt immer weniger Gründe eigentlich für weiter steigende Kurse. Hier sehen wir mal, wie billig Puts in Relation zu Calls sind. Also es ist sehr günstig, sich abzusichern auf der Unterseite, will aber keiner machen, weil welches Risiko haben wir denn? Ja, gar kein Risiko. Und wir sehen jetzt, dass ja die Marktbreite zunimmt, wie gesagt, Equal Weight, also gleichgewichtete, der gleichgewichtete S&P 500 jetzt mit einem Price-Earnings-Multiple, also KGV, wenn man so will, von 17, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich günstig. Da sind wir schon eher im oberen Bereich, also auch der Gesamtmarkt in den USA ist nicht mehr günstig, dass einige Tech-Werte viel zu teuer sind. Eine Apple nach wie vor viel zu teuer ist, ist klar, aber hier eben jetzt auch der Gesamtmarkt hat nachgezogen. Aber jetzt kommt der gute Mr. Waller, der so ein bisschen als, wie soll man sagen, Zentrum der Fed gilt, der nicht zu dovish, nicht zu hawkisch ist normalerweise. Und der hat gesagt, also überhaupt keine Eile, die Zinsen zu senken in der gegenwärtigen Wirtschaftslage. Wir werden wohl die Zinsen länger hochhalten müssen als vorher erwartet. Wir sehen, dass die Inflation hartnäckiger ist als erwartet. Daher brauchen wir schlichtweg mehr Bestätigung, at least a couple of months of data to be sure inflation heading to 2%. Also wir brauchen noch einige Monate an Daten, um sicher zu sein, dass die Inflation auf 2% runtergeht. Einige Monate ist für die Märkte ein bisschen lang, nachdem der gute Jerome ja mehr oder weniger angedeutet hat, im Juni könnten die Zinsen sinken. Und I see no rush in taking the step of beginning to ease monetary policy. Mal sehen, wie die Märkte darauf reagieren. Der Dollar wird stärker zumindest. Die Aktienmärkte sagen sich wahrscheinlich, ja gut, was haben wir damit zu tun mit den Zinsen? Wer kümmert sich um Zinsen? Die Amerikaner kümmern sich allerdings um Zinsen, nämlich der Staatshaushalt. Wir sehen ungefähr die Verschuldung der USA alle 3 Monate steigend um 1 Billion Dollar. Und alle 4 Monate wächst die Belastung, die Zinsbelastung für den US-Haushalt um 100 Milliarden Dollar. Also wir sehen, wie absolut exzessiv diese ganze Geschichte ist und wie will man da mit hohen Zinsen auskommen, higher for longer. Hier sehen wir mal, dass 38% aller Schulden in den nächsten 3 Jahren für die USA refinanziert werden müssen. Das ist natürlich ein Riesending. So schnell können die Fed die Zinsen gar nicht senken, damit hier sozusagen die Belastung, die Zinsbelastung nicht wirklich enorm ist. Das wird also so oder so belasten. Und wir sehen, wie die Zinsen sich schon langsam durchs System fressen. Die Default Rate bei US Leverage Loans hat jetzt den höchsten Stand seit Corona und seit der Finanzkrise erreicht. Wir sehen, das geht also deutlich nach oben. Da erwischt es einige, die sozusagen kein Geschäftsmodell haben und dann bei hohen Zinsen eben nicht mehr in irgendeiner Form rentabel arbeiten können. Dementsprechend Kreditausfälle sind die Folge. Die Folge allerdings interessiert die Aktienmärkte nicht. Der S&P 500 auf Weekly Basis sind wir jetzt wieder an dieser oberen Trendlinie angekommen. Wir sehen, vielleicht erschafft der Dow Jones heute die 40.000er Marke, aber wir sehen, wenn man das Ganze mal in Gold bemessen würde, also den Dow Jones in Gold, dann ist die Rallye jetzt doch gar nicht so toll. Also wir sehen, das ist auch vielleicht ein Stück weit eben Ausdruck einer Inflation, diese Vermögenspreisinflation, die wir hier sehen. Gleichwohl, die Leute sind euphorisch. Jetzt bei den Privatanlegern wieder 50% bullish, nur 22,4% bearish. Fear and Greed Index nur gierig, nicht extrem gier. Meine Damen und Herren, da ist also noch jede Menge Luft nach oben für weitere Gier. Und wenn wir jetzt mal nach China kommen, hier sehen wir Meldungen, dass Banken in China Probleme bekommen, dass der Anteil der faulen Kredite, faulen Immobilienkredite deutlich gestiegen ist in großen Banken. Und jetzt hat Xi Jinping gesagt, oh, vielleicht sollte jetzt die Zentralbank mal Quantitative Easing betreiben, also Treasuries kaufen, Staatsanleihen kaufen. Das zeigte, dass offenkundig die Panik in Peking schon groß ist, wenn man jetzt zu einem Mittel greift, das die Notenbank seit Jahren
Jahren nicht mehr angewendet hat und dass eigentlich China zumindest in dieser Hinsicht etwas tugendhafter hat erscheinen lassen, nämlich nicht seine Schulden zu monetarisieren durch Staatsanleihekäufe. Das scheint jetzt wohl nicht mehr zu gehen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Die Fed wird immer hawkischer. Was Waller genau gesagt hat, keine Eile, die Zinsen zu senken, das finden Sie in diesem Artikel, glaube ich, sehr wichtig, was dieser gute Mann sagt. Oben sehen Sie die Social Media Button, wenn Sie diesen Artikel gut finden. Und ich gehe davon aus, dass Sie das tun. Dann bitte teilen, einfach draufklicken. Über Smartphone muss man, glaube ich, nochmal irgendwas schreiben, vielleicht ein Wort oder irgendwie sowas. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, naja, Nvidia. Ist das eine, aber vielleicht gibt es jetzt noch ein paar Aktien aus dem Bereich, die man nicht so auf dem Zettel hat und die vielleicht Nachholpotenzial haben. Also diese KI-Rallye geht über Nvidia hinaus als zweite Empfehlung und ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.